Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde von ganzschlau.com. In diesem Video geht es um Tipps und worauf man achten muss, wenn man sich eine Orchidee kauft. Ihr kennt das sicherlich, ihr geht irgendwo in ein Geschäft oder in ein Gartencenter oder in einen Baumarkt und ihr seht sie. Eure Lieblingspflanze, die Orchidee, die Phalaenopsis, die Schmetterlingsorchidee schlechthin und ihr sagt euch, da möchte ich eine haben. Aber bevor ihr euch auf die Pflanze stürzt, müsst ihr euch ein paar Gedanken machen, worauf ihr achten müsst, bevor ihr die Pflanze in den Einkaufswagen packt und an die Kasse geht und bezahlt. Weil es kann natürlich passieren, ihr kommt nach Hause und dann gibt es die eine oder andere Überraschung, mit der ihr nicht gerechnet habt. Hier sehen wir zwei typische Pflanzen, wie man sie im Handel kaufen kann. Fast überall findet man Schmetterlingsorchideen in einer Vielzahl an Varianten und Sorten und Farben und Größen. Es gibt kleine, es gibt große, es gibt sehr große. Es gibt welche im Minitopf, im normalen 12er-Topf und dann noch in einem richtig schön großen Topf, wo die Pflanzen schon sehr, sehr groß und massig sind. Und so schön wie die Pflanzen sind, so lange blühen sie auch und so lange erfreuen sie unser Herz. Und da muss man natürlich auf ein paar Punkte achten, wenn man die Pflanzen kauft. Der erste Punkt ist, wenn man sich so eine Pflanze aus dem Wagen nimmt, ihr kennt diese großen, meistens Metallwegen, die Pflanzcontainer, auf denen die Pflanzen geliefert werden. Man sieht die Pflanze, man schaut sie sich an, worauf sollte man achten? Es gibt drei Dinge, auf die man auf jeden Fall auf den ersten Blick, wenn die Pflanze sich in der Tüte befindet, sofort achten kann. Zum einen die Wurzeln. Wenn die Wurzeln schön knackig grün sind, ist das schon mal super. Wenn die Wurzeln nicht schön knackig grün sind, sondern schon richtig vertrocknet und verschrumpelt und man sieht, die Pflanze steht schon länger im Geschäft, sollte man sie nicht kaufen. Das nächste ist das Blattwerk. Wenn die Blätter schön knackig grün und frisch ausschauen, der nächste Daumen nach oben. Absolut top. Dann natürlich die Blüte. Die Blüte ist eines der Kriterien, warum überhaupt die Pflanze gekauft wird. Ihr könnt eine Reihe von Pflanzen hinstellen, 10 verschiedene Farben, Formen und Musterungen und es wird die eine oder die zwei Orchideen oder drei Orchideen geben, die euch sofort ins Auge stechen. Und da ist das eines der wichtigsten Kriterien, die Blüte. Gerade so ein Leopardenmuster wirkt dann auch noch zusätzlich exotisch, wenn das dann so eine Sorte ist, die an der Lippe noch eine weiße Umrandung hat, dann ist das natürlich noch zusätzlich interessant. Und deswegen, die Blüte ist ein Hauptkriterium. Das heißt, an und für sich wandert der Blick von der Blüte zum Blatt zur Wurzel. Aber viel wichtiger ist die Wurzel und das Blatt. Wenn die Blüte oben schon vielleicht verblüht ist, kann man danach fragen, ob man den Preis etwas günstiger bekommt bei der Pflanze. Denn wenn hier unten alles stimmt, sie wird schon wieder zum Blühen kommen. Aber wir kommen zu einem nächsten Hauptkriterium. Die meisten kaufen sich die Pflanze, weil sie sich dann sagen, ich stelle die an mein Fenster oder dekorativ irgendwo ins Zimmer, sodass sie eine lange Zeit blüht. Das heißt, ein weiteres wichtiges Kriterium ist, wie viele Knospen sind noch vorhanden. Sprich, wie viel Potenzial ist noch vorhanden, dass die Pflanze sehr, sehr lange blüht. Denn die ersten Blüten, die unten sind, die werden natürlich auch die ersten Blüten sein, die am Verblühen sind. Und die letzten Knospen, die da oben sind, sind dann auch entsprechend die Blüten, die eben am längsten benötigen, bis sie aufblühen und am längsten an der Pflanze sein werden. Woran erkenne ich, dass die Knospe gut ist und gesund ist? Sobald die Pflanze Knospen hat, die gelblich wirken und etwas eingeschrumpelt wirken, dann ist es ein deutliches Zeichen dafür, dass es der Pflanze beim Transport nicht so optimal gefallen hat und sie auf diesen Stress eben mit Blütenwurf reagiert. Das kann dann so weit gehen, dass dann auch die Blüten, die noch vorhanden sind und offen sind, abgeworfen werden. Das passiert durch Kälte, durch zu viel Hitze, durch zu wenig Wasser, durch zu viel Wasser. All diese Dinge, die man nicht machen sollte bei einer Pflanze, die natürlich von exotischen Regionen zu uns kommt, wo es an und für sich nicht ganz so exotisch ist, obwohl wir ja in unseren Wohnungen heizen im Winter, obwohl wir ja im Sommer lüften, dass die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung rausgeht. Die Pflanze braucht natürlich spezielle Bedingungen. Dann ist ein nächstes Kriterium, wenn man die Pflanze jetzt nach Hause genommen hat, beziehungsweise im Moment, bevor man nach Hause kommt, man sollte natürlich jetzt eines nicht
unbedingt machen. Das, was ich jetzt mache, ist an und für sich der Schritt, wenn man die Pflanze zu Hause auspackt, immer von unten nach oben auspacken. Die Tüte nicht von oben nach unten ziehen, denn dann haften die Blüten dran und man kann sie abreißen. Wenn man die Pflanze jetzt ausgepackt im Laden vorfindet, dann ist ein wichtiges Kriterium, was man natürlich auch innerhalb der Tüte machen kann. Man kann ja hinter die Blüte gucken, denn da sitzen in der Regel, wenn es Schädlinge gibt, die sitzen hinten am Ansatz der Blüte beim Übergang zum Blütenstiel. Sie befinden sich auch sehr gern in den Achseln der einzelnen Verzweigungen am Blütentrieb und natürlich auch unter den Blättern. Wenn die Pflanze auf dem Tisch steht und man sie ohne Tüte in die Hand nehmen kann, ohne Verpackung, dann kann man sich die Pflanze anschauen. Schade ist natürlich immer, wenn so ein Blütentrieb eingeknickt ist. Wenn das jetzt noch gar nicht so extrem nur angeknickt ist, kann man ihn zurückbiegen. Im Normalfall kann es weiter wachsen. Wenn es zu sehr durchgebrochen ist, dann wird das abfallen. Dann kann man auch sauber abschneiden, dass das nicht mehr so auffällt. Und dann kann man sich die Pflanze, wenn sie nicht mehr in der Tüte ist, genauer anschauen. Man braucht sich keine Sorge machen, wenn die Pflanze eingepackt ist. Die Blätter nehmen durch das Anknicken gar keinen Schaden, solange sie nicht durchgeknickt sind, denn dann brechen sie sehr leicht. Wie gesagt, die Pflanze genau anschauen, die Blüten anschauen. Gerne sitzen Schädlinge auch oben an den Spitzen der Blüten. Wenn man jetzt eine Pflanze hat, die eindeutig Hinweise zeigt, dass es ihr nicht gut geht, dass Schädlinge vorhanden sind, dass sie krank ist, was auch immer, oder dass das Herzblatt mittlerweile schon verfault ist, lass die Pflanze lieber stehen. Das ist ein gut gemeinter Tipp und nicht etwas, wo ich euch sage, ihr sollt das, wenn ihr, sage ich mal, den Hang dazu habt, Pflanzen retten zu wollen, dass ihr das bleiben lassen sollt. Könnt ihr von mir aus machen, ihr könnt da frei entscheiden, aber wenn eine Pflanze krank ist, lasst sie lieber. Wenn eine Pflanze Schädlinge hat, da komme ich in einem nächsten Video drauf zu sprechen, da wurde ich auf meiner Facebook-Seite angesprochen, was man macht, wenn man Wollhäuser an den Orchideen hat. Wenn eine Pflanze Schädlinge hat, lasst sie stehen. Egal wie schön die Blüte ist, egal was für Kampfstoffe ihr zu Hause habt, wenn eine Pflanze im Handel Schädlinge hat, könnt ihr an und für sich davon ausgehen, dass der Produzent schon alles drauf gespritzt und geschüttet hat, was er im Lager hat, im Sortiment hat. Die sind relativ resistent. Das heißt, mit den gängigen Mitteln, die ihr zu Hause habt, werdet ihr da nicht viel Freude haben. Da müsst ihr dauernd nur mit Pflanzenschutzmitteln kommen, permanent draufhalten, bis ihr, sag ich mal, die Population so klein gehalten habt, dass ihr nicht die kompletten Blätter und Blütentriebe voll mit Wollhäusen habt, sondern nur auf ein gewisses Maß heruntergedrückt habt. Das macht euch nicht glücklich. Wenn ihr zu Hause eine saubere Kultur habt, und es ist möglich, über Jahre hatte ich während im Studium gar kein Problem, mit mehreren Hunderten von Orchideen verschiedener Arten und Gattungen schädlingsfrei. Und dann kriegt ihr irgendwie so eine kleine Pflanze rein, die krank ist. Sei es, sie hat einen latenten Virus, was es auch bei Orchideen gibt. Und dann ist mit einem Schlag die ganze Sammlung kaputt. Kann alles passieren. Wichtig ist, wenn ihr die Pflanze nach Hause nehmt, stellt sie auf jeden Fall in Quarantäne. Sprich, abseits aller anderen Pflanzen, falls dann doch noch Schädlinge vorhanden sein oder falls doch Schädlinge vorhanden sein sollten, die ihr nicht gesehen habt, dass sie nicht gleich auf eure Pflanzen überspringen. Das ist so ein wichtiger Tipp. Und wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Orchideeneinkauf, Orchideenpflege, Orchideenrettung, Orchideenvermehrung, schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, euch darüber noch mehr zu erzählen. Ich hoffe, euch haben die Tipps zum Thema Orchideeneinkauf gefallen. Und wenn ihr euch auch so schöne Orchideen kaufen sollt, steht euch nichts im Weg. Kauft euch die Orchideen. Wenn ihr Fragen zur Pflege habt, könnt ihr mich fragen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.